Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja in der vergangenen Woche so eine Art theoretische Regierungsinformation zum Thema Bürokratieabbau gehört. Konkret war wenig, Herr Ministerpräsident, und deshalb unser Verdacht, dass es weitergeht wie bisher. Im Staatsministerium sitzt irgendjemand, sagen wir in Zimmer 510, und redet über Bürokratieabbau, macht theoretische Vorstellungen zum Thema Bürokratieabbau, aber in der Realität wird dann wieder nichts geschehen und keine bürokratischen Hürden in diesem Land abgebaut. Herr Kollege Schwarz, Sie haben mir letzte Woche vorgeworfen, ich nerve. Da kann ich nur sagen, das empfinde ich als Kompliment, das ist die Aufgabe einer Opposition, Sie zu nerven. Und der zweite Vorwurf war, wir würden ja keine konkreten Vorschläge zum Bürokratieabbau machen. Also ich habe vergangene Woche schon gesagt, die 187 Vorschläge, die Bilanz des Normkontrollrats 1, wie man ja mittlerweile sagen muss, die können wir gerne alle umsetzen. Und Sie sind ja selber dann auch konkret geworden mit einem Beispiel, Herr Kollege Schwarz. Das war ein interessantes Beispiel, das im Übrigen seit Januar 2021 durch die Landespolitik geistert, dass man nämlich auf die schriftliche Dokumentation der Kühltemperatur bei den Bäckereien verzichten könne, wenn die Kühlgeräte über automatische Warnmechanismen verfügen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, das ist interessant, denn Ihr Vorschlag, Antrag, Änderungsantrag liegt nirgendwo vor. Und interessanterweise hat die CDU-Fraktion ja dieses konkrete Thema schon mal aufgegriffen in der Drucksache 17/1318, falls Sie die kennen, Herr Kollege Schwarz, da schreibt sich's auf. Ja. Ich rate, das mal nachzuvollziehen. Da hat die CDU-Fraktion dieses nämlich angeregt. Ja, sehr gut. Und die grün geführte Regierung hat dann geantwortet, der Vorschlag sei mittlerweile hinfällig. Damit haben sich dann alle zufrieden gegeben. Jetzt kommen Sie wieder mit dem gleichen Vorschlag. Also es ist schon interessant, wie diese grün-schwarze Landesregierung Bürokratie abbaut. Die CDU-Fraktion macht einen Vorschlag. Die Landesregierung sagt, geht nicht. Und der grüne Fraktionsvorsitzende schlägt es noch mal vor. So kann das nichts werden, meine Damen und Herren, so nicht. Insofern geben wir Ihnen heute gerne Gelegenheit, mal über 7 konkrete Forderungen abzustimmen. Ja, Sie sagen ja, wir würden keine konkreten Vorschläge machen. Also beispielsweise die Umnutzung von Immobilien. Da könnte man die Landesbauordnung vereinfachen. Die Landesregierung sagt, ja, das Kenntnisgabeverfahren ist möglich und zumutbar. Deshalb dieser Bürokratieabbau nicht. Oder eine Bundesratsinitiative zur Änderung des Arbeitsschutzgesetzes, dass es jetzt nicht zwingend Vorkehrungen geben muss für Arbeitsplätze, falls da Frauen arbeiten würden, wenn nämlich keine Frauen in der Realität dort arbeiten. Möchte aber die Landesregierung auch nicht ändern, mit der Begründung, es könnte ja mal sein, dass Frauen dort arbeiten. Meine Damen und Herren, so wird es mit dem Bürokratieabbau nichts in diesem Land. Oder auch das Thema Beglaubigungen von Satzungsänderungen für Vereine. Manche Parteien in dieser Fraktion, die einen vielleicht etwas mehr, die anderen vielleicht etwas weniger, sind ja in der Bürgergesellschaft und in Vereinen aktiv. Und da ist es wirklich lästig, wenn man Satzungsänderungen beglaubigen lassen muss. Das könnte man abschaffen, meine Damen und Herren. Was sagt die Landesregierung? Nein, können wir nicht abschaffen. Das muss verlässlich sein. Oder die Vereinfachung von Märkten von Vereinen. Damit könnte man auch etwas tun für die Bürgergesellschaft, wenn diese Vereine an Sonntagen Märkte veranstalten. Und das müssen die ja am Wochenende machen oder an Feiertagen, sonst müssen die Leute nämlich arbeiten. Nein, wir wollen das nicht vereinfachen. Das würde eine Aushöhlung des Sonntagsschutzes bedeuten. Ja, so findet sich
überall dort, wo man dann Bürokratieabbau konkret machen möchte, irgendwie da eine Begründung, um dann doch Bürokratie wieder nicht abzubauen. Und deshalb, Herr Ministerpräsident, passt diese Regierungsinformation aus der vergangenen Woche bestens zu Ihrer Vorstellung von Bürokratieabbau. Nämlich in Sonntagsreden und im Zimmer 510 des Staatsministeriums immer zu erklären, wir sind die großen Bürokratieabbauer. Aber wenn es dann konkret wird, in der Realität nichts, niente, nada. Das ist die Bilanz Ihrer Regierung beim Bürokratieabbau. Und ich sage Ihnen voraus, das wird auch das Ergebnis Ihrer Entlastungsallianz sein. Herzlichen Dank.